Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Vielen Dank. Schon wieder eine Panne. Schon wieder eine Panne mit einem Regierungsflieger. Es hört einfach nicht auf. Das neue Motto der Flugbereitschaft: Nur fliegen ist schöner. Vor Ostern konnte ein Regierungsflieger in Berlin gerade eben noch landen. Viele sagen jetzt: Hä? Fake News. In Berlin kann doch niemand landen. Doch, kann man. Hier. Dieser Jet der Luftwaffe hatte ernsthafte Probleme und landete nur mit Mühe, nachdem er mit beiden Tragflächen den Boden touchiert hatte. Katastrophal. Andererseits, der Jet verfügte immerhin über zwei Tragflächen. Man freut sich schon über die kleinen Dinge inzwischen. Ja? Der Flieger ist dann wegen technischer Mängel neben der Landebahn gelandet. Auch da gab es schon Schlimmeres. In der Regel treffen die Maschinen beim Landen ja nicht mal das gewünschte Land. Wie bei Merkel. Sie erinnern sich, letztes Jahr wollte sie nach Argentinien, ist dann aber gelandet in Köln-Bonn. Merkel hat gekocht vor Wut. Ich habe gehört, Mitarbeiter von Merkel sollen ihr noch in Ponchos in einem Kölner Steakhouse vorgespielt haben. Sie wäre in Argentinien. Das hat nichts gebracht. Sie war stinksauer. Ich kann es verstehen. Es ist ja auch... Es ist ihr natürlich, gerade Merkel, ist es langsam peinlich, auch bei Gipfeln. Alle anderen sagen dann beim Abschied thank you and goodbye. Merkel sagt immer thank you und kann mir einer Starthilfe geben. Und es war ja wirklich, inzwischen, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, es war schon das halbe Kabinett betroffen. Weil ein Reifen kaputt war, kam Bundesaußenminister Maas zu spät nach New York. Entwicklungsminister Müller wollte durch Afrika touren und war plötzlich gestrandet. Schon Mitte Oktober heißt es für den Finanzminister Linienflug ab Bali, weil Ratten Flugzeugkabel annagten. Besonders häufig stranden deutsche Politiker übrigens in Afrika. Wie gestern Heiko Maas. Auch den Bundespräsidenten trifft es in diesem Jahr mehrmals. Hydraulikschaden in Weißrussland, Triebwerkprobleme in Südafrika. Sagen Sie uns doch absolut alles, was los ist? Nein, nicht ganz. Leider ist uns auch der Kaffee ausgegangen. Ich glaube wirklich, falls irgendwann mal ein Regierungsflug ereignislos verlaufen sollte, wird die ARD einen Brennpunkt senden. Heiko Maas ist heute pünktlich in New York gelandet. Experten rätseln noch über die Ursache. Hier sehen Sie die erschütternden Bilder. Unser fassungsloser Außenminister weinend sitzt da auf der Landebahn. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt hat er Zeit, sich vor der UN-Sitzung noch im Hotel frisch zu machen. Wir werden das wahrscheinlich nie erleben. Ja, Heiko Maas hat schon gesagt, er will demnächst am Zielort lieber mit dem Fallschirm abspringen. Ja, oder gleich versuchen, anderweitig ans Ziel zu kommen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Egal. Ein Grund für die vielen Pannen ist folgender. Die Flugzeuge werden gerne gebraucht gekauft, um Steuergelder zu sparen. Ist ja eigentlich ein guter Gedanke. Aber wenn die Maschine schon 12 Jahre für eine Airline geflogen ist, ist ja schon mal die Herstellergarantie abgelaufen. Und wer weiß denn, was sie einem da andrehen? Ne? Man weiß es doch nicht. Gebrauchte Flugzeuge. Man hat doch keine Ahnung, ob die nicht vorher mit dem Teil von Frankfurt nach New York rückwärts geflogen sind, um den Kilometerstand zu manipulieren. Man weiß es doch nicht. Das ist doch sehr windig, finde ich. Ja, das ist eine sehr windige Geschichte. Eins muss man der Flugbereitschaft aber lassen. Sie ist umweltfreundlich. Das geht ja schon fast in Richtung CO2-neutral. Davon könnten sich andere durchaus mal eine Scheibe abschneiden. Das Thema Klimaschutz beschäftigt ja inzwischen wirklich die ganze Welt. Aber trotzdem will keiner verzichten. Nicht aufs Fliegen, nicht aufs Autofahren. Die Deutschen wollen nicht, dass der Meeresspiegel steigt, kaufen aber trotzdem wie verrückt SUVs. Wahrscheinlich, weil sie sich sagen, wenn das Wasser kommt, sitze ich schon mal etwas höher. Man wird das Problem nicht individuell lösen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es braucht da politisches Handeln. Es braucht Gesetze. Ja, man braucht wahrscheinlich sogar, ich spreche das schlimme Wort mal aus, Verbote. Ja, es ist schrecklich. Was hat man uns nicht alles schon verboten? Rauchen im Kindergarten, Vergewaltigung in der Ehe, Weltkrieg. Ein Wahnsinn. Aber manchmal geht es nun mal nicht anders. Und es braucht vor allem auch Tatkraft. In jedem Science-Fiction-Film, meine Damen und Herren, kann man doch erleben, wie Politiker förmlich über sich selbst hinauswachsen, wenn die Existenz unseres Planeten auf dem Spiel steht. Was wäre, wenn die Welt auf eine Alien-Invasion so reagieren würde wie auf den Klimawandel?
Das Weiße Haus in Washington. Der Stabschef erläutert die Lage. Ja, Madam President. Die Aliens haben gerade London zerstört. So viel zum Thema Brexit. General, lassen sich die Aliens mit herkömmlichen Waffen besiegen? Keine Chance. Professor? Ja, also kurz gesagt, die Außerirdischen leben von Abgasen. Von zu viel frischer Luft platzt ihnen der Kopf. Und das heißt, wenn wir ab sofort alle Kohlekraftwerke abschalten und den Auto- und Flugverkehr radikal einschränken, sind die Aliens morgen alle tot. Echt? Das ist ja leicht. Und was ist mit Arbeitsplätzen? Taxifahrer, Piloten, Stewardessen? Stimmt. Wir könnten ja auch erstmal 2-3% der Aliens ausschalten. Innerhalb der nächsten 10-20 Jahre. Genau. Das dauert ja auch noch, bis die Aliens hier sind. Wer bist du denn? Solltest du nicht in der Schule sein? Meine Schule wurde von Aliens zerstört. Ihr Erwachsenen habt echt überhaupt nichts kapiert. Ach, wie süß. Du bist ja total politisch engagiert. Willst du einen Kakao? Nein, ich will, dass ihr auf den Wissenschaftler hört. Für unsere Zukunft. Süß. Madam President, uns ist jetzt der deutsche Verkehrsminister zugeschaltet. Herr Minister, damit die Menschheit überlebt, kann man doch das Auto auch mal stehen lassen, richtig? Falsch. Du ignoranter Lobbyhonk, kannst du uns einmal ernst nehmen? Ja, vielen Dank, Herr. Ist auch egal. Da kommt gerade ein Tweet rein. Alienbekämpfung sollte man den Profis überlassen. Christian Lindner. An alle Menschen, mehr Verkehr auf die Schiene. Stoppt die Billigflieger. Alles klar, hier startet kein Flugzeug. Gott sei Dank, wer spricht da? Der BER in Berlin. Nein. So eilig ist das doch auch gar nicht mit den Aliens. Willst du nicht doch einen Kakao? Ein Film von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Alle wollen billigen Strom. Jetzt war Strom in Deutschland noch nie so teuer wie im Moment. Die deutschen Strompreise sind die höchsten in Europa. Strom ist in Deutschland inzwischen so teuer. Ich kenne Leute, die fahren morgens vor der Arbeit zum Rasieren ins Ausland. Es gibt Einbrecher, die steigen nur in fremde Wohnungen ein, um da mal ihr Handy aufzuladen. Nachbarn von mir robben inzwischen jeden Samstag als ganze Familie über den Boden und atmen kräftig ein, um den Staubsauger zu sparen. Es ist der Wahnsinn. Das neue Luxus-Must-Have sind nicht mehr diamantbesetzte Uhren, sondern Lichterketten. Nun sagen viele, ja, ist ja auch klar, die Strompreise steigen. Es liegt natürlich an der Energiewende. Das stimmt aber so leider nicht. Besonders teuer sind zum Beispiel die Entgelte zur Nutzung der Stromnetze. Das ist ein Prinzip, das ich ohnehin nicht so ganz verstehe. Das kommt mir vor, als würde der Wirt in der Kneipe sagen, das gezapfte Bier kostet 2 €. Dann kommen aber nochmal 2 € drauf für die Benutzung der Leitung. Es ist wirklich erstaunlich, was die uns alles an zusätzlichen Kosten unterjubeln. Abschaltbare Lastenumlage, Paragraph 19-Umlage, EEG-Umlage, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Umlage, Offshore-Haftungs-Umlage. Ich bin bei jeder Stromrechnung froh, dass nicht nur Kurtaxe und Tabaksteuer angerechnet werden. Also so öko, wie wir alle glauben, ist unser Strom noch lange nicht. Zwar beträgt der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch inzwischen schon knapp 38%, doch das Ziel der Bundesregierung, 65% bis 2030, ist mit dem derzeitigen Tempo kaum zu erreichen. Denke ich auch. Also ohne Schummelsoftware wird da nichts gehen. Gut, die Kanzlerin hat diese Woche mal wieder einen neuen Offshore-Windpark in der Ostsee eingeweiht und man merkt so richtig, man merkt es eher immer an, ja, wie begeistert sie auch darüber ist. Erst wenn ihr. Ja. Überall Flaute, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, Windräder sind nicht jedermanns Sache. Windräder sind nicht überall beliebt. In Bayern gibt es zum Beispiel ein Gesetz, dass Windräder 10-mal so viel Abstand zu bewohnten Orten haben müssen, wie sie hoch sind. Das sind bei modernen Anlagen 2 km. Das heißt de facto, dass in Bayern fast gar keine Windräder mehr aufgestellt werden können. Und ich denke mir, vielleicht braucht es in Bayern auch mal ein Gesetz, dass Politiker 10-mal so weit entfernt von Ortschaften aufgestellt werden müssen, wie sie klimaschädlich sind. Dann wäre die ganze CSU geschlossen in Australien. Aber nicht nur in Bayern regt sich Widerstand gegen Windräder. Ein sehr skurriles Beispiel kennt Linda Luft.
Die beiden ehrenamtlichen Bürgermeister Alexander Leetz und Hanni Stolper sind passionierte Windkraftgegner. Sie wollen nicht, dass in der Nähe ihrer Gemeinden Krayen und Gelsbach ein weiterer Windkraftpark gebaut wird. Seit 12 Jahren in etwa kämpfen wir gegen die Ansiedlung von Windkraftanlagen in unserem Gemeindegebiet. Und da haben die gewitzten Gemeindevertreter sich was Geniales ausgedacht. Denn wer hier Windkraftanlagen verhindern will, muss einfach nur geschützte Vogelarten anlocken. Sobald da oben Fischadler brüten, dürfen die Windräder nicht gebaut werden. Es wurde ein Fischadlerpärchen gesichtet und daraufhin haben wir die NIST-Hilfe hingesetzt. Und das sind für uns natürlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal, dass sich der Fischadler hier ansiedelt und zum Zweiten natürlich, dass der Windpark nicht gebaut wird. Aber bisher ist da weit und breit kein Vogel zu sehen. Denn der Windkraftbetreiber UKA Nord ist auch ziemlich kreativ und hat einen Lautsprecher als Vogelschreck installiert. Unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Bei der Lautstärke natürlich kann sich kein Vogel ansiedeln. Und das ist eine absolute Schweinerei. Jetzt kommt das wieder. Das ist doch, hören Sie doch. Geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Warum denn das? Ist doch eine kreative Idee. Nur eben vom Windkraftbetreiber und der macht das auch nur zur Vorsorge. Als Reaktion hat UKA Nord einen Fahnenmast als Vorsorge- und Schutzmaßnahme aufgestellt. Mit Hilfe einer Geräuschkulisse soll dieser das Anlocken von Greifvögeln verhindern. Hätten Sie mal den Lautsprecher hier im Dorf aufgestellt, dann wären hier auch nicht so aufmüpfige Bürger. Das ist der Gipfel der Frechheit. Das ist, scheiße. Ich hab gedacht, hier ist Karneval. Aber nein, ist doch nur eine Vogelscheuche. Man kann ja durch Politik eine Energiewende auch so gestalten, dass die Bürger auch noch ein lebenswertes Dasein haben. Stimmt, ein lebenswertes Dasein ist hier wirklich nicht möglich. Aber wo sollen die Windkraftanlagen für die deutsche Energiewende denn sonst hin? Ganz weit weg. Wo die Alpenkühe grasen. Zentralspanien hat große Flächen, wo keine Menschen wohnen und wo es kaum Natur gibt. Wüstenfläche, ne? Ja, oder wie wäre es mit dieser sandigen Wüstenfläche? Ganz schön kreativ. Es gibt eine gute Nachricht für Osterfans. Die Osterfeuer werden wohl durchbrennen bis in den Herbst. Es ist ja sehr trocken. In Deutschland. Ach, was sage ich, sehr trocken ist gar kein Ausdruck. Es ist eigentlich zumindest überall ungewöhnlich trocken, zum Teil sogar außergewöhnlich. Ja, zum Teil sogar außergewöhnlich, ungewöhnlich. Nach einem heißen Sommer 2018 befürchten viele, dass uns auch 2019 ein neuer Topsommer bevorstehen könnte. Mit noch mehr Dürren als beim Topmodel. Ja. Der Sommer könnte wirklich, Leute. Ganz im Ernst jetzt. Der Sommer könnte so trocken werden. Es könnte sein, dass ich Horst Seehofer umbenennen muss in Horst Tümpelhofer. Schon die Dürre im vergangenen Jahr hat ja zu Ernteausfällen in Milliardenhöhe geführt. Früher hat man gesagt, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Heute ist der Bildungsgrad völlig egal. Die Kartoffelernte vertrocknet, egal wie dumm die sich anstellen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind jetzt schon spürbar. Wenn wir nicht umsteuern, werden die Kinder auf der Straße bald nicht mehr rufen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, sondern weil ihr uns die Zukunft geklaut haben werdet. Das wäre dann Fridays for Future 2. Und genau in diesem Moment meldet sich FDP-Chef Christian Lindner zu Wort und sagt Folgendes. Im Sommer 2015 gab es die Kampagne Refugees Welcome und eine sehr emotional geführte Debatte über die richtige Flüchtlingspolitik. Das sollten wir in der Klimapolitik nicht wiederholen. Lindner wünscht sich mehr Vernunft und weniger Emotionen. Dabei geht es bei den Fridays for Future Protesten um handfeste wissenschaftliche Erkenntnisse. Die emotionale, die irrationale Seite, das sind doch eher die Klimazweifler, finde ich, die Autofetischisten und die Vielflieger. Lindner sagt, ich wage die Vorhersage, dass die Diskussion über den Klimaschutz in 3 Jahren ganz anders geführt wird, falls 400.000 Leute aus der Automobilindustrie entlassen werden müssen. Ja, und ich wage die Vorhersage, dass die Diskussion in 30 Jahren noch mal anders geführt wird, wenn wir 500 Millionen Umweltflüchtlinge vor der Tür stehen haben. Ja, nicht in Hamburg, keine Sorge. Hamburg gibt's da nicht mehr. Jedenfalls nicht über Wasser.
Natürlich, es kann sein, dass man zum Bau von Elektro- oder Wasserstoffantrieben nicht mehr so viele Arbeitskräfte braucht. Das kommt vor. Das gab es auch ab und zu schon mal in der Geschichte. Das kann man bedauern, aber dann müsste Lindner konsequenterweise auch die landesweite Wiedereinführung von anderen Berufen fordern. Kupferstecher, Gerber, Sattler, Buchbinder, Schriftgießer, Hinkelsteinmetz. Ne? Als die FDP das letzte Mal aus dem Bundestag geflogen ist, lag es daran, dass man sie wahrgenommen hat als eine Partei der Kälte, der Härte, der Gefühllosigkeit. Christian Lindner hat das grundlegend verändert. Durch ihn kommen jetzt noch Arroganz und Egomanie dazu. Oder wie er sagt... Möge man sich an mir reiben. Nee, lieber nicht. Das überlasse ich doch lieber dem Profi, unserem Universalfestredner Oliver Kalkofe. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Christian Lindner, als man mich um eine Laudatio für Sie bat, da dachte ich mit Ihren Äußerungen der letzten Tage im Kopf, oh, wird er denn schon 70? Ha, ja, dabei hatte ich Sie rein optisch gar nicht so verknöchert in Erinnerung, als Sie uns allen vor 2 Jahren als jung dynamischer Digitalisierungspopper lässig unrasiert im Unterhemd den Silbereisen der Liberalen gegeben haben. Hm? Aber jetzt erleben wir plötzlich einen zynischen, meinungsrheumatischen Runzeloper im Körper eines RTL-Bachelor-Kandidaten. Mit der Herzenswärme einer schockgefrosteten Eisprinzessin. Nein, wirklich, also Ihre Aussagen als unterkühlte FDP-Elsa lassen inzwischen selbst Rainer Brüderle wie einen flippigen Freigeist mit Kuschelfaktor erscheinen. Hieß es nicht auf Ihren Plakaten gerade noch Bedenken second und Schulranzen verändern die Welt, nicht Aktenkoffer? Ja, und waren Sie es nicht, der Mutti beim Verteilen des heimischen Koalitionsdienstes trotzig vor den Koffer geschissen und sich wie ein beleidigter Teenager vom Acker gemacht hat? Ja, wo ist er denn hin, dieser jugendlich flotte Enthusiasmus? Im einen Moment sind die Probleme noch nichts anderes als dornige Chancen. Ja, aber kaum trägt man einen Designeranzug, hat man anscheinend Angst, sich den Arsch an der Hecke aufzureißen. Jetzt fordern Sie allen Ernstes die engagierten Jungdemonstranten auf, die Klimapolitik lieber den Profis zu überlassen. Ja, womit Sie, alter Scherzkeks, ja lustigerweise Menschen wie sich selbst meinen, ne? Ah nein, ach wie schön. Das Herz haben Sie vielleicht verloren, aber wenigstens nicht den Humor. Ihr bester Vorschlag zur Klimadebatte ist und bleibt allerdings immer noch, einfach erst mal so weiterzumachen wie bisher und abzuwarten. Denn vielleicht wird ja bald was erfunden, womit man die ganzen Probleme auch ohne Anstrengungen lösen kann. Hoho, wow! Beim Rezitieren solch krass kluger Kalenderweisheiten, also da hört man regelrecht im Kopf die Glückskekse knacken, ne? Chapeau! Herr Lindner, lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren. Im Weltorchester der senil sabbernden Sesselfurzer spielen Sie zurzeit die erste Flatulenztrompete. Aber warum sollten auch ausgerechnet Sie an die Erderwärmung glauben? Kühlen sich überall, wo Sie hinkommen, die Temperaturen ja gerade wie von selbst um ein paar Grad herunter. Trotzdem, ein kleiner Tipp zum Abschluss. Wenn Ihnen wirklich überhaupt nichts Konstruktives zu einem Thema einfällt, vielleicht wäre es dann doch besser, einfach mal die Fresse zu halten. Ja, denn... Denn ein gar nicht mal so kluger Mann sagte eins, es ist besser, nicht zu reagieren, als falsch zu reagieren. Danke, Christian. Danke, Oliver Kalkofe.
Es ist ein schwieriges Thema für uns Deutsche, das Thema Fremdheit, Identität und Integration. Wir erwarten natürlich, klar, das ist selbstverständlich, dass Fremde, die zu uns kommen, die deutsche Sprache erlernen. Logisch, ohne Deutsch kommt man hier nicht weit. Ausnahme ist der reiche Russe, der sich in Berlin die dritte Wohnung kauft, der muss kein Deutsch lernen, der hat Kohle. Für alle anderen gilt natürlich Sprache, it's a must, wie man in Deutschland sagt. Da gibt es aber für Geflüchtete zum Beispiel viele Hürden. So erstattet das BAMF den Sprachschülern seit letztem Jahr erst ab 3 Kilometern die Fahrtkosten zur Sprachschule. Für die Sprachschulen bedeutet das einen enormen Aufwand, denn jetzt müssen die für Kursteilnehmer den kürzestmöglichen Schulweg exakt berechnen. Da muss ich einfach noch gucken, weil es grenzwertig sein könnte, ist der Fußweg vielleicht über irgendeinen Acker doch kürzer, dass er eben also unterhalb dieser 3 Kilometer ist, dann bekommt er keine Fahrtkosten erstattet. Aber das kostet Sie doch total viel Zeit. Das kostet uns Unmengen von Zeit. Absoluter Irrsinn. Dann wird es Flüchtlingen schwer gemacht zu arbeiten. Es gibt ja die Wohnsitzauflage, die besagt, dass sie ihren Wohnort nicht wechseln dürfen. Das beschäftigt zum Beispiel diesen Küchenchef eines Dresdner Burgerrestaurants, der einen Flüchtling angestellt hat, der im 10 Kilometer entfernten Freital lebt. Wenn er nicht eher gehen darf, hat er die Möglichkeit, nach Hause zu laufen oder hier am Bahnhof zu übernachten. Und also das geht nicht. Das geht nicht. Und es könnte viel leichter sein, wenn er einfach hier die Möglichkeit bekommt, nach Dresden zu ziehen. Ja, er könnte problemlos in Dresden arbeiten, wenn er umziehen könnte, von Freital nach Dresden. Denn er wohnt ja nicht in Freital, weil da die Nachbarschaft für Ausländer so sympathisch ist. Mit Einwanderung tun wir Deutschen uns traditionell schwer. Einwandern war, glaube ich, nie so unser Thema. Einmarschieren, das schon eher. Aber Einwandern, ja. Seit 60 Jahren wird ignoriert, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir haben bis heute kein Einwanderungsgesetz. Wir haben uns wahnsinnig schwer getan mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Und jeden, der irgendwie fremd aussieht, fragen wir natürlich auch mit schöner Regelmäßigkeit. Und Murat, möchtest du mal wieder zurück in deine Heimat? Und Murat sagt, wieso, was soll ich in Duisburg? Selbst für alteingesessene Deutsche mit deutschem Pass, die in Deutschland aufgewachsen sind, die eher Sprachkurse geben könnten, als dass sie welche bräuchten. Ja, selbst für die kann ein familiärer Migrationshintergrund zum ernsten Problem werden, wie Martina Hauschild zeigt. Diese Familie im schleswig-holsteinischen Heide hat was Verrücktes vor. Sie will ein Haus bauen und hat ein Grundstück in Hamburg gekauft. Der Familienvater hat allerdings ein Problem und das ist sein Name. Ich heiße Mohamed El Sayed, ich bin hier in Deutschland geboren, ich habe ägyptische Eltern und jetzt habe ich einen Brief vom Grundbuchamt gekriegt. Aufgrund meines Namens wollen sie mich nicht ins Grundbuch eintragen. Laut Grundbuchamt steht sein Name auf der sogenannten Finanzsanktionsliste der EU. Und da sind Menschen, die unter Terrorverdacht stehen. Und eben leider so heißen wie der Anästhesist aus Heide. Ich war total schockiert. Also ich habe noch nie von dieser Finanzsanktionsliste gehört und man wird so abgestempelt wie Terroristen. Ich bin hier zur Schule gegangen, war beim Bund, habe Medizin studiert, bin Arzt, habe eine Familie mit 2 Kindern und dann habe ich überhaupt keine Zeit für so eine Terrorgeschichten. Das weiß das Grundbuchamt ja nicht. Der Rechtspfleger hat Mohamed El Sayeds Namen in die Finanzsanktionsliste eingegeben und schwupp, stehen da 5 Treffer, die, naja, so ähnlich heißen. Also Mohammed und El und Sayed kommen drin vor. Okay, das Geburtsjahr stimmt auch nicht überein, aber die Liste sagt nun mal 100%ige Übereinstimmung. Mohammed ist der häufigste Vorname der Welt. El Sayed ist so wie der Müller, also es ist quasi Mohammed El Sayed ist ein Allerweltsname, so wie hier Klaus Müller. Aber wenn man Klaus Müller eingibt, kommt kein Treffer. Mohammed dagegen hat 93. Sehr verdächtig. Herr El Sayed hat an diversen Stellen immer wieder betont, er sei Anästhesist und nicht Terrorist. Ich habe mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Innenministerium gesprochen und aus Verzweiflung habe ich noch den BND kontaktiert und mit dem Verfassungsschutz und alle konnten mir nicht weiterhelfen. Das Grundbuchamt betont, dass alle eintragungsrelevanten Tatsachen durch öffentliche Urkunden nachgewiesen werden müssen. Das heißt, Herr El Sayed braucht eine Urkunde darüber, dass er kein Terrorist ist. Da hatte er eine verrückte Idee. Aus Verzweiflung habe ich mich tatsächlich dann selber angezeigt bei der Polizei, bei der örtlichen Polizei, um quasi die Behörden dazu zu bewegen, zu beweisen, dass ich nicht der Terrorist bin. Von der Terroristen-Selbstanzeige
hatte die Polizei allerdings abgeraten. Das Grundbuchamt ist immer noch nicht sicher, dass Herr El-Sayed kein Terrorist ist, hat aber einen interessanten Vorschlag. Das Grundbuchamt gab mir den tollen Tipp, meinen Namen ändern zu lassen, damit ich zukünftig nicht diese Problematiken habe. Ja, vielen Dank auch. Wir empfehlen da Klaus Müller. Der ist urdeutsch und garantiert nicht terrorverdächtig. Nach unseren Dreharbeiten, meine Damen und Herren, nach unseren Dreharbeiten hat das Grundbuchamt tatsächlich heute Herrn El-Sayed mitgeteilt, dass er nun doch endlich ins Grundbuch eingetragen wird. Da soll noch einer sagen, Satire könne nichts bewirken. Danke. 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 Ist gut. Gott zum Gruße. Ich darf Ihnen aus dem Headquarter der katholischen Kirche bereits jetzt ein gesegnetes Osterfest wünschen. Seit Anbeginn der Zeit ist die katholische Kirche am Markt präsent. Doch hört man allenthalben Menschen rufen, Gott ist gut. Aber sein Bodenpersonal verkackt bestialisch. Was ist da los? Ich darf Ihnen zurufen, nix. Alles gut. So ist das nun mal in gewinnorientierten Unternehmen. Irgendein Abteilungsleiter hat immer Dreck am Stecken. Ein widerliches Bild, das man 1A so stehen lassen kann. Einige wenige Geistliche haben kurz dumme Dinge mit Menschen gemacht. Mit einige wenige meinen wir in diesem Falle verdammt viele. Mit dumm, menschenverachtend und zerstörerisch, mit kurz lange. Und mit Geistlichen so ziemlich jeden Posten bis knapp unterm Papst. Können wir aber im Prinzip nichts für. Denn Josef Ratzinger, Papst AD und nun der Dumbledore des Vatikan, hat's doch erklärt. Dass junge Menschen massiv in der katholischen Kirche missbraucht wurden, können sich die 68er am Zettel schreiben. Das hippige Zücht ist schuld. Und Herr Ratzinger gibt zusätzlich zu bedenken, wenn man nicht schwimmen kann, liegt's auch immer in der Badehose. Außerdem werden sie Sexualstraftäter von der Kirche bestraft. Die müssen, wenn sie erwischt werden, umziehen. Ab in eine völlig andere Gemeinde. Die unbefleckte Versetzung. Da stehen sie dann. Neue Schäfchen, du kennst keinen, WLAN vielleicht zu langsam. Der Grieche hat Mittwochs Ruhetag, ein Albtraum. Da kracht des Klerus eiserne Faust hart auf das Pult der Gerechtigkeit. Da kennen wir nichts. Der Papst wird das auch noch mal betonen, wenn er bei seiner Keynote am Ostersonntag zu Ihnen spricht. Das werden harte Worte, grobi et orbi. Vielleicht, er guckt mal. Oder wie Herr Ratzinger gerne sagt, kommt Zeit. Kommt Zeit. Wir sind die Guten, gerade mit Worten, das wissen Sie. Aber wir machen Fehler, ja, das wissen wir. Andererseits sind wir echte Player, gerade was den Mammon angeht. Wir sind, und das sagen wir nicht ohne Stolz, der größte Grundbesitzer Deutschlands. Okay, neulich in der kleinen bayerischen Stadt Eichstätt hat die katholische Kirche ein bisschen bräsig mit Immobilienspekulationen Kohle verballert. 48 Millionen. Geld weg, Immobilien weg. Eine feste Burg sieht anders aus. Aber das sind Kleckerbeträge. Die von der Erzdiözese München haben natürlich geschmunzelt. Aber das sind eh die lässigsten. Die haben knapp 6 Milliarden Euro auf Tasche. Als eine von 27 Diözesen. Aber über Geld, speziell die Kirchensteuer, spricht man nicht. Das lässt man sich vom Brutto abziehen. Also Sie. Geben ist seliger als nehmen. Und haben ist besser als brauchen. Immerhin, wir benutzen das Geld. So viel können wir versichern. Punkt. Ende vom Satz. Die katholische Kirche, so viel steht fest, wird fortbestehen. Ein uralter Mann wird einen anderen uralten Mann ersetzen. Vieles verjährt, der liebe Gott blickt auf uns alle herab. Aber wir bleiben, wer wir sind. Warum auch nicht? Man verändert sich ja nicht einfach von einem Jahrhundert aufs andere. Also bleiben Sie bei der katholischen Kirche, dem besten Betriebssystem für Ihre Seele. Dem Original, hart, aber herzlich, im Zeichen des Kreuzes. Amen, schöne Ostern, ich muss los. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Das war Extra 3, das Beste. Jetzt kommt mein Kollege Maxi Schaffroth mit dem realen Irrsinn XXL. Eine brandneue Extra 3-Sendung sehen Sie morgen im Ersten. Nach den Tagesthemen.